Hallo Guys, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren nicen Part. Kingdom Hearts Final Mix. Im letzten Part sind wir mit Donald und Goofy Line hier zusammengebracht, ja, worden, tun. Und wir haben Purzelbaum gelernt, das ist der Scheiß, den wir haben wollen. Was könnt ihr eigentlich? Goofy Rakete, Leute. Fliegt auf das Ziel zu und schlägt bombig ein. Goofy ist ein richtig bombiger Junge. Und ja, alle Leute in Minecraft sagen, oh, Donald und Goofy, die sind voll die Hurensöhne, die sind überhaupt nicht nützlich und voll scheiße. Leute, ich sag euch, ist genau das genau Gegenteil, ja. Pass auf, geh einfach auf Donald und dann machen wir, Manuel. Und dann gucken wir, was wir da machen, ne. Magie mach mal normal. Ja, normaler Angriff selten. Abwehrmagie oft, Schadenmagie öfter. Das hier nur Not und bam, schon haben wir den Jungen konfiguriert. Und das gleiche machen wir mit Goofy. Mach mal, genau, das ist okay. Die Scheiße, mach mal öfter. Ja, mach mal so. Mach eigentlich mal lieber so, ganz ehrlich, deine Special Techs und so sind einfach hart geil. Hilfstech absolut geil, weil Goofy ist so ein Boy, der hat einfach richtig nützliche Dinge in Kingdom Hearts 1. Nämlich hatte sowas wie MP geschenkt. So heißt das hier. Glaube ich, meine ich. Und das sorgt halt einfach dafür, dass er seine eigene MP verwendet, um uns MP zu geben. Und letztendlich produziert er damit mehr MP, als überhaupt benutzt wurde. Versteht ihr? Das ist einfach voll krass. Goofy ist einfach heftiger Tool. So, wir nehmen uns den ganzen Scheiß hier mal mit. Wie gesagt, wir sind Trötes, wir können nur die blauen nutzen. Natürlich, wir zocken ja zu 100%, das heißt, ich werde auch alles mir gönnen an Trio-Tests, die wir so haben. Also alle im Spiel werden wir finden. Es gibt einen, den konnte man früher übersehen. Aber ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so. Das heißt, das ist ganz cool. Aus dem Weg, Goofy. Postkarte nehmen wir uns sowas von mit. Ah ja, klar, alle Postkarten finden wir auch, ne, im Laufe der Zeit. Ja, wir können auch zaubern, wie ihr gesehen habt, ne? Wir können einfach Feuer ballern. Das Coole ist, desto mehr MP wir haben, desto mehr Damage macht und machen unsere Zauber. Deswegen wollte ich auch diesen Zusatz-MP, einfach damit wir mehr Schaden machen später. Absolut nice. Und ja, hier sind Tick, Fick und Big, Alter. Lass mal reden mit denen. Willkommen. Ich werde was kaufen. Wir reden nicht mit Tick, Trick und Rack. Was hat der Junge denn? Ja, die haben schon direkt bessere Waffen für Goofy und Donald, aber brauchen wir eigentlich nicht. Ich hätte gerne Aether, tatsächlich. Gerne mal ein paar mehr, Bruder. Bei Aether, arschgeiles Zeug. Potions nehmen wir auch nochmal ein paar mit. Ja, das wäre auch schon arschblank, ne? Das war's dann wohl. Das Ding ist, deren eigentliche Standardwaffen sehen so cool aus, die würde ich gerne erstmal behalten. Eure Waffen halt nicht. Übrigens, Leute, pass auf, Alter. Koordinate hier. Wenn Sora drauf geht, dann ändert sie auch die Dinge. Wir können Sora hier einfach messen, Leute. Krass, ne? Ich glaube, wir wollen die Scheiße da drüben anschlagen. Nein. Ja. Vielleicht von hier? Ja, und dann bekommen wir auch eine Postkarte. Korrekt. Ich muss nur daran denken, dass ich das schon gemacht habe. Sonst haben wir ein Problem. Ja, und sonst können wir uns hier halt ein bisschen noch in Traverse umgucken, aber ja, juckt jetzt nicht so hart, ne? Ich würde sagen, wir gehen einfach. Dann komme ich später eh hier wieder zurück und können wir uns noch ein bisschen genauer umgucken. Aber jetzt gibt es ja eigentlich nicht wirklich irgendwas zu holen. Gehen wir zu Tor zu Welten, Leute. Bodenstation und Crew, der grüne Kreis, du zeigt euren Aufenthaltsort. Mit dem Bewegen des Kreises lässt sich das nächste Ziel bestimmen. Die Kampfstufe, ja, gibt an, wie krass das ist. Je mehr stärkst du, krasser, ne? So, wir haben hier zwei Welten. Wir wollen auch erstmal wollen wir hier hin, Leute. Ganz klassik. Ah, beim nächsten Comic-Chat reisen wir von Welt zu Welt. Oh, aber die Schiffe der Herzen werden versuchen, uns zu stören. Er sagt zu stören, aber er meint, die werden versuchen, uns umzubringen. Deswegen muss der Comic-Chat auch gekonnt gestartet werden. Deine Reise wird dokumentiert, bis du dein Ziel erreicht hast, ja? Mach die Mission, die jede Welt zu bieten hat, auswendig. Der Gummijet wird mit der linken. Ja, okay, danke, Goofy. Ja, ich weiß, okay. Na, 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 na. Das Ding ist, ich glaube, Goofy lügt einfach. Er ist einfach voller Huso, der lügt einfach. Oh, fuck, nein, das wollte ich nicht. Oh, nee, alles gut. Denn, Fakt ist, wir werden einfach nur gestört. Wir chillen hier einfach nur. Cruisen hier durch. Und guck mal, die Jungs wollen ja einfach vorbei, ne? Das ist halt im Verkehr, ja. Das
kann passieren. Ist okay, wir lassen die durch. Die greifen uns so gar nicht an und so. Genauso wie die Jungs. Mit ihrer kleinen Formation ist eigentlich scheißegal. Aber das chillige Leben. So Goofy hat einfach gelogen. Ist aber voll die korrekten Jungs, Alter. Natürlich werden die Missionen später schwerer. Und ich sag euch, wie es ist, ne? Die fucking Gummischiffreisen. Die sind absolut furchtbar in Kingdom Hearts 1. Absolut langweilige Scheiße, die keiner will. Ja, in Kingdom Hearts 2 sind die ein bisschen besser. Aber ja, wir chillen einfach mal. Wir chillen einfach mal. Fliegen von A nach B. Und später wird das auch nicht mehr so schlimm mit den Gummischiffreisen, denn es wird tatsächlich so sein, dass wir später uns schneller walken können von Welt zu Welt. Aber momentan können wir dann nur so ein bisschen rumpimmeln. Oh ja, dann cruisen wir mal los, Alter. Was kann ich euch denn so krass erzählen, Leute? Ja, weiß ich nicht. Space allgemein so als Thema fand ich nie so super geil als Kind. Und heutzutage auch eher nicht so krass. Was mir aber als Thema gefällt, ist hier Cyberpunk-Zeug, ja? So, irgendwas in der Zukunft und wie hat sich das soziale Leben verändert und so. Und ich guck gerade ein Anime, das sich Psychopass nennt. Grüße gehen raus an Tsundemaru, den kleinen Fratzen, der mir das empfohlen hat. Korrekter Boy. Cooler Anime auf jeden Fall. Ich guck hier und da mal ein bisschen. Tatsächlich reicht mein Interesse meistens einfach nur so für ein, zwei Folgchen. Aber ist schon cool. Ist schon cool. Kann man auf jeden Fall sich geben. Psychopass macht schon Spaß. Absolut geile Welt, by the way. Wundersame Begegnung. Junge, da steht einfach Wonderland. Sagt da einfach Wunderland. Spasti. Ja, ich war halt einfach der die Scheiße geschrieben hat, komplett geraucht, Leute. Ich sag's euch. Oh, my word, missus. I'm late. Oh dear. I'm here. I should be there. Oh, I'm late. Oh, the queen. She'll have my head for sure. Tja, das kommentieren wir jetzt einfach nicht weiter. Ich war jetzt komplett normal. Habt ihr den Boy gesehen? Der hat einfach richtig Bock gehabt. Der hat einfach gesagt, hey, er ist einfach spät dran. Ich meine, so sehe ich eigentlich jeden Montag aus, wenn ich zur Arbeit muss. Aber, grüß den kleinen Fratzen an. Einfach richtig schmacht. So, wenn wir schon mal hier sind, wollen wir... Oh. How did he get so small? No, you're simply too big. What? Must you be so loud? You woke me up. Good morning. Good night. I need a bit more sleep. Wait, What do we have to do to grow small? Why don't you try the bottle over there? Okay, Bruder, dann tryen wir die Bottle over there. Aber zuerst möchte ich das hier machen. Scheiße, drücken wir einfach rein, da kennen wir nichts. Ich glaube, irgendwas könnte man hier noch machen, ne? Nein? Fire. Ja, wohl nicht. Also, Shots. Erstmal rein, die Scheiße. Oder dann plaudern wir mit dem süßen Fratz einfach nochmal. Oh, oder auch nicht. Oh, ist so nützlich, dass wir diese Fuckboys jetzt dabei haben. Ich sag euch, Leute. Dort Goofy, das sind einfach meine Boys. Ja, die sind einfach wichtig in diesem Spiel. Ey, du Arsch. Ich geb dir gleich, Alter. Ja, okay. Dafür haben wir diese Scheißseite gerückt. Dann gehen wir halt einfach hier lang, ja. Herztribunal ist da. I'm on trial? But why? Her Majesty, the Queen of Hearts, presiding. This girl is the culprit. There's no doubt about it. And the reason is... Because I say so, that's why! That is so unfair! Well, have you anything to say in your defense? Of course. I've done absolutely nothing wrong.
You may be queen, but I'm afraid that doesn't give you the right to be so... so mean. Silence! You dare defy me? Hey guys, we should help her out. We're outsiders, so wouldn't that be muddling? Oh yeah, and that's against the rules. The court finds the defendant guilty as charged for the crimes of assault and attempted theft of my heart. Off with her head! No, no! Oh, please! Hold it right there! Who are you? How dare you interfere with my court? Excuse me, but we know who the real culprit is. Uh-huh. It's the Heartless. Anyway, she's not the one you're looking for. That's nonsense. Have you any proof? Absolut schlechtester Anwalt. Objection! Aber womit? Direkt nächster Cut. Der Verteidigende im Knast einfach. Bring mir Beweise für alles Unschuld. Sonst haue ich das ab mit all euren Köpfen. Sammelt so viele Beweise, wie ihr wollt. Erstattet Bericht, sobald ihr soweit seid. Ja, machen wir, Beate. Ist okay. Das Ding ist, es gibt irgendwie 5 Beweise, die man in der Welt sammeln kann. Und alle zu bekommen ist einfach voll dumm. Und bringt uns einfach einen Scheiß. Tatsächlich. Aber wen wär's mit den kleinen Fratzen? Wer seid ihr? Ich bin Sora. Ich bin Goofy. Und das ist Donald. Freut mich, euch kennenzulernen. Auch wenn die Umstände angenehmer sein könnten. Tut mir leid, dass ihr mit hineingezogen wurdet. Ja, kein Ding, ne? Lass mal die Scheiße jetzt machen. Um hier alles zu bekommen in der Welt, brauchen wir eh noch Fähigkeiten, die wir nicht haben, die wir erst später bekommen werden, viel später. Dementsprechend würde ich einfach wahrscheinlich so schnell wie möglich es geht, die Welt einfach ein bisschen durchzocken. Aber nicht so schnell wie möglich. Wir nehmen schon alle Kämpfe mit uns so, aber ihr werdet sehen. Ja, wer wohl? Arme Alice, bald verliert sie ihren Kopf, dabei ist sie völlig unschuldig. Hey, wenn du weißt, was getan hast, sag es uns. Die Tigerkatze weiß alles, aber sag nicht immer alles. Die Antwort der Schuldige, die Katze, alles liegt im Dunkeln. Warte! Sie haben den Wald verlassen, aber ich sag nicht, durch welchen Ausgang. Es gibt 4 Beweisstücke. Es ist ein Kinderspiel, 3 davon zu finden. Das 4. ist schwierig. Es wartet eine Belohnung, wenn ihr alle findet. Die Belohnung ist absoluter Bullshit, by the way. Können wir ihm trauen? Vertrauen oder nicht vertrauen? Ich vertraue darauf, dass ihr euch entscheidet. Ja, hau rein, Bruder. Ja, wie gesagt, ich nehme so alle Kämpfe so mit, aber wirklich alle Items oder alle Sachen mitnehmen, geht einfach nicht. Also, da fehlen uns einfach noch die Skills. Und hier gibt es tatsächlich ein paar coole Sachen, die wir noch mitnehmen könnten in der Theorie. Und wir werden schon sehen, ne, wenn wir soweit sind, aber momentan, wir können einiges mitnehmen tatsächlich, aber es lohnt einfach alles nicht wirklich. Deswegen, ja, hauen wir den Viechern hier einfach auf die Fresse und malen uns ein chilliges Leben. Haha, der nice Betäubungsschlag. Nice Rubinsplitter, korrekt. Ist später zum Craften da. Man kann super viel Zeug craften in dem Game tatsächlich. Oder craften lassen. Wird einfach nice. Die Hauptsache Dolan ist einfach instant tot, der Junge. Der kennt einfach nichts. Der ist einfach RIP. Fire! Feuer ist einfach so stark, ohne Scheiß. Vor allem, weil wir aber 3 MP haben. Das macht es einfach noch viel besser. So, wir jumpen hier mal hoch, Leute. Korrekt. Dieser Blower Blast ist übrigens MP. Also da bekommen wir einfach Magie für. Ihr seht ja diese orange Leiste, ne? Wenn die einmal so gefüllt ist, dann... also wenn alles gefüllt ist, dann kriegen wir ein MP wieder. Und wenn nicht, dann können wir die auch die gelbe Leiste auch zum Zaubern benutzen. So, und das ist ein Fußsprung. Eigentlich brauchen wir nur einen einzigen Beweis. Und deswegen gehe ich jetzt einfach wieder zurück, Leute. Ist mir einfach scheißegal, was hier noch rumliegt. Wie gesagt, wir kommen eh nicht an alles. Fuck this shit.
Wir können mit den Blumen interagieren, dann würden die uns bestimmt Sachen geben, Items und so, aber ist mir eigentlich erstmal scheißegal. Bin ich ganz ehrlich, ne? Reden wir mit Beate hier. Ey, Beate! Ja, oder auch nicht, dann reden wir halt mit Ferdinand. Würden wir Beweise bringen? Ja, ja. Es gibt auch einen Trick, wenn wir darauf achten, wann welche Box fällt. Ich glaube, die zuletzt fällt, ist unser Beweis, aber ich bin mir nicht sicher. Mal sehen, welche Beweise ihr gefunden habt. Was, ist das alles? Ich habe mehr erwartet. Karten? Bringt meine Beweise vor! So, jetzt muss ich mal gucken. Oh fuck, ich glaube ganz links. Alle fünf Beweise zu überprüfen wäre verlorene Zeit. Also dann, wähle eins aus, was du präsentieren willst. Anhand des Beweises werde ich das Urteil sprechen. Was? Nach all unseren Bemühungen? Ey, Bruder Sora, wir waren so 2 Sekunden außerhalb dieses Ortes hier. Du widersprichst? Dann verlierst du deinen Kopf! Wähle nun eine Schachtel. Ja, lass mal ein bisschen speichern erstmal. An der. Okay, never mind. Wir werden wohl nicht speichern. Ich glaube das. Bist du sicher? Ich bin mir so sicher. Nun werden wir sehen, wer der Schuldige ist. Gubi! Ich wusste es! Er hatte immer diesen schuldigen Blick. Es war mir klar. Was? Da seid ihr die Schuldigen! Halt! Das stimmt nicht! Ihr seid alle schuldig! Ergreift sie! Sorry, du was! Es ist zwecklos! Wir müssen handeln! Wir müssen jetzt richtig handeln, mein Bruder. Das Sounddesign ist aber so cool. Hört mal hin. Sie kann. Beschützt den Turm der Karten. Es gibt einen kleinen Trick hier, by the way. Also, ja, wir können... Danke, Dolan, du bist richtig nützlich. Wir können die Alte hier schlagen. Und dann rennen die alle dahin. Und denken sich so, Beate, was da passiert, Bruder? Und wollen die beschützen. Und dann können wir so lange den Turm angreifen. Das ist ziemlich cool. Hier werden wir sowas von zerstören, diesen Turm. Oh, fuck. Fire! Ey, aus dem Weg. Ich greife eure Beate an. Die Beate kann auch angreifen, aber die ist halt richtig scheiße, ne? Oh, geil. Die ganzen Euros, die nehmen wir uns mit. Ja, oder auch nicht. Well, fuck. Jemand hat sie während des Kampfes entführt. Ihr Trottel! Findet den wahren Schuldigen, egal wie. Ja, ihr Trottel. Wichser. Ja, und sonst, wie geht's dir, Beate? Beeilt euch! Ja, okay. Dir auch einen schönen Tag noch. Dolan ist am Sterben, deswegen gönnen wir uns mal die Heilung. Wisst ihr was, dann speichere ich hier auch mal. Wenn wir schon mal dabei sind, dann gönnen wir uns doch mal. Entspannt. Ja, gut, ne, dann steppen wir einfach weiter. Und jetzt natürlich die Frage, Bruder, wo ist die Bitch hin? Ich werde es euch zeigen, Leute. Hier ist erstmal ein Stein. Gönnt euch. Hast du Alice gesehen? Alice, nein. Schatten, ja. Wo sind sie hingegangen? Gosh. Hier entlang, da entlang, ist das so wichtig? Links, rechts, oben, unten, alles durcheinander, dank der Schatten. Tretet ein in den Wald, der zum einsamen Garten führt. Vielleicht findet ihr Schatten im Kopfüberzimmer. Okay. Das ist der erste Fickboy, den wir sehen. Aber ich glaube, den können wir einfach mit ein paar nicen Feuerbällen ab. Alter, dann geht's aber noch richtig gut. Voll die Maschine, der Junge. Der hat einfach scheiß viel AP. Oh, im Gegensatz zu mir. Fuck. So. Gute Arbeit, Gubi. Gute Arbeit. Also, natürlich gebe ich Gubi und Dolan keine Items, aber komplett dumm. Also, ist nur bei schweren Bosskämpfen interessant und nicht dumm. Aber es ist halt momentan nicht der Fall, ne? Wir sind hier eigentlich ganz gut dabei. Kann ich die Scheiße? Nee. Ich muss schon mit so einer Blume plaudern, glaube ich. Ich glaube, manche können wir schon machen. Gib mir eine Potion, dann schenke ich die Größe. Ja, juckt nicht. Gib mir Äther. Wir gönnen den Jungen mal Äther. Ich glaube, das ist nicht dumm. Truhe rausholen, Äther. Gönn dir, Bruder. Ja, danke, Alter. Camper-Set. Absolut dämliche Scheiße, die keiner braucht. Egal, nehmen wir mit.
Oh, nochmal neue Herzlose. Das sind Pyrozapfen. So heißen die, glaube ich. Absolute Husos. Wir können halt Feuermagie nutzen. Aber wir sind nicht so krass wie Dolans oder Soras Magie. Also, ist alles kein Problem. Was willst du? Gib mir ein Potion. Gönn dir Blümchen. Danke, Bruder. High Potion dafür bekommen. Ja, es lohnt sich doch richtig. Hat sich einfach enorm gelohnt, ja? Will ich auch Größe haben? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Wie gesagt, alles gönnen wir uns eh nicht hier. Und Größe ist nicht alles im Leben, ja? Pyrosprinter, korrekt, Alter. Ja, dauert ein bisschen sehr lange. Ich glaube, bis zur Mitte des Spiels, bevor wir überhaupt craften können in dem Game. Also, machen wir mal einen ganz ruhigen. Oh, Charmeur gelernt, korrekt. So, High Potion gönnen wir uns. Rubinsplitter auch. Ich könnte mal gucken. Wir haben aber keine Dingens für Charmeur. Keine AP, also Ability-Punkte, also juckt nicht. Oh, High Potion habe ich hier beide, okay. Was hast du? Gib mir Ether. Ja, komm, Bruder, wir gönnen dir mal. Wir gönnen dir mal ein nice Ether, ist okay. Gut, dass ich ein paar gekauft habe. Hau rein. Ja, danke, Bruder. Was haben wir bekommen? Bruder, keine Ahnung, was wir bekommen haben. Hütte wahrscheinlich. Okay, cool. Nee, Hütte haben wir davor bekommen. Das ist halt so Items, die wir im Dingens benutzen können. Mega Potion vielleicht? Ja, klar, why not? Mega Potion war's. Oh, wir haben ja das Nachtjahr reif, ne? Ja, gönnt ihr, Alter. Maximal LP und Angriffskraft, das nehmen wir mit. Die Mucke einfach. So, verreck. Oh, anscheinend können wir die Feuerbälle auch zurückschießen von den Jungs hier. Gut zu wissen an der Stelle. Boah. So, machen wir die Jungs hier auch fertig. Rest in Peace, Doland. Doland wird sehr oft sterben auf unserer Reise, Leute. Ihr solltet euch dran gewöhnen. Doland ist einfach eine zerbrechliche kleine Blüte, ja? Das ist einfach der Weg des Dolands. So, tschüss. Easy peasy. Doland ist aber immer noch tot. So, wir müssen da lang, aber ich guck mal kurz, ob wir nicht an die eine Truhe schon kommen können. Eventuell. Schaffe ich den Sprung? Ich, ja. Nein, okay, nevermind. Scheiß drauf. Gehen wir zum Tillparty-Garten, Leute. Das ist der Garten meines Vertrauens. Ihr seid wirklich traurig. Herzlichen Glückwunsch zum Nicht-Geburtstag, Digga. Ja, genau. Wir können uns hier mal hinsetzen auf diese Stühle. Meine ich jedenfalls, dass das ging. Nehmt Platz, ihr Leute, lasst euch reich beschenken, genau. Manchmal bekommen wir nur irgendeine dumme Scheiße, manchmal bekommen wir irgendwas Gutes. Ich glaube, alle Stühle mit Armsesseln, das ist positiv und alle ohne sind negativ. Aber wir sitzen einfach mal überall drauf und gucken, was wir bekommen. Ey, korrekt. So, Elixier. Ich glaube, hier bekommt man auch was richtig Nützliches. Okay, da waren alle mit Armlehnen gefährlich. Jetzt sollten eigentlich Monster kommen. Monsters. Ja, sage ich doch. Aber wir gönnen jetzt einfach mal alles und gucken einfach, was passiert. Zur Not haben wir halt jetzt Erfahrungspunkte bekommen. Ist auch jetzt nicht. Ist jetzt auch kein Weltuntergang an der Stelle. So, tschüss. Ach, scheiße. Aber jetzt kommt der Tisch nicht mehr wieder, ne? Ja, fuck. Gehen wir nochmal zurück. Setzen wir uns mal hier hin. Wir gönnen uns einfach alles, Leute. Irgendwas werden wir schon Tolles bekommen. In unserem Herzen. Guck mal, hier ist so eine nice Potion. Ein paar Euros. Nehmen wir alles mit, Leute. Hier setzen wir uns mal noch nicht hin, weil ich Angst habe, dass dann wieder die Schule einfach komplett verschwindet. Alles gönnen wir uns nochmal. Ein Ether, lecker. Nehmen wir mit. Noch eine Potion, korrekt. Hä, kommt sonst gar nichts hier? Okay. Also das sollte wieder was Negatives sein. Oh ne, tatsächlich nicht. Cool. Ja, haben wir das hier noch nicht, ne? Oh, hier liegt noch was. Eine Potion, cool. Ja, okay, ist auch einfach nur Herzhose. Ja, nevermind dann.
Dann haben wir, glaube ich, alles. Hey, ich kann mich irgendwie erinnern, dass wir hier irgendwas Gutes bekommen. Also ein gutes Item tatsächlich. Aber habe ich mich wohl geirrt. Ich meine, Elixier ist nice und so, ne? Alles cool, versteht mich da nicht falsch, Leute. Aber ich habe das Gefühl, irgendwas war da noch. Oh, guck mal, das Bild hat sich verändert. Jetzt haben sie sich erschreckt. Geil. Voll so ein Detail. Gehen wir einfach mal weiter, Leute. Sie verstecken sich irgendwo. Im Moment... Was? Im Moment... Momentred ausgraben. Okay. Ihr wollt die Schatten finden? Macht das Licht an. Heftiger Tipp, mein Bruder. So, wir gucken erstmal. Hier war irgendwie nichts, ne? Nee, alles cool. Der meint, wir sollen hier hinjumpen und hier diese Dinger anmachen. Wir können ja Feuermagie, ne? Kids, also ist schon krass. Er ist nicht hell genug, ihr braucht mehr Licht. Was jetzt? Ja, ihr müsst hier noch ein Licht anmachen, ne, Bruder? Nein, fuck, ich wollte springen. Egal, aber meint. Bringen wir einfach alle um. Feuer, Bruder! So. Ja, Magie, ich sag euch, wird einfach unser Jam sein. Vor allem am Anfang ist Magie aber scheiß stark, Leute. Er war null chill. So, wir ballern mal ein bisschen Feuer in den Jungen rein. Und jetzt ist er auch gleich tot eigentlich. Oh fuck. Oh oh. Ja, hau rein. Haha. Fängst du ran. So, 20 Cent nehmen wir mit. Und den nochmal aufsackt. Ja, ihr seht schon, ne? Wir gehen jetzt zu den Birth by Sleep Leuten. Sora, der ist nicht so kampfgewandt, ne? Der schwingt einfach sein Ding und gewinnt. So, im Gegensatz zu so einer Aqua zum Beispiel, wo das aber voll grazil aussah. Der ist halt kein geübter Kämpfer, ne? Er ist einfach nur ein Dummbart mit deinem Schwert. Mit deinem Schlüssel, besser gesagt. Oh. Alle Lichter sind an. Gleich seht ihr die Schatten. Sie sind in diesem Raum, aber nicht hier. Die Schatten schnappen sich vielleicht auch Herr Knauf. Ja, ist ganz offenkundig, was wir jetzt machen müssen, ne? Wir müssen natürlich jetzt am Anfang hingehen, weil das ist ja der Raum, wo wir am Anfang waren, halt nur kopfüber. Und dann steppen wir einfach rüber. Oh, dann gönnen wir uns den Scheiß. Hier, erstmal zum Herztribunal. Na, 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 na. Dann nehmen wir uns den Shit noch mit. Bling! Blitzragummi braucht keinen Schwanz. Darüber kommen wir leider nicht zu dem Ort. Aber wir gönnen uns nochmal das Speichern. Nicht, dass ich irgendwie Angst hätte oder so, Leute. Aber man kann ja mal gönnen, ne? Mit dem Speichern. Ist ja nicht schlimm. Kann man ja mal machen, Alter. Von oben habt ihr eine bessere Übersicht. Ah, war dein Maul. Was ist eigentlich mit der Blume hier? War da nicht auch irgendwas? Untersuchen? Oh, ja. Mithril, Erz, Potion, korrekt. Nehmen wir alles mit. Oh, war hier nicht auch noch was? Ja, aber brauchen wir ja den grünen Scheiß. Genau, da kommen wir noch nicht lang. Da kommt auch später noch was. Ja, dieser Raum ist ziemlich vielseitig, ne? Die Schatten sollten bald hier sein. Seid auf das Schlimmste gefasst? Wenn nicht, Pech gehabt. Ja, ganz ruhig. Ist das nicht wirr, Leute? Wenn ich weiß, was man machen muss, so Bruder, what the fuck? Was ist da los, Mann? Aber ja, haben wir den kleinen Fratzen hier auf den Sack. Lustigerweise ist der Herz halt einfach überhaupt nicht groß. Aber dass wir geschrumpft sind, kommt er uns halt so vor. Wir gönnen uns mal ein paar Feuer. So, damit entzünden wir zwar auch seine Fackel und dann machen wir Schaden, wenn uns damit trifft, aber egal. Boah, die Mucke, Leute. Ich lebe sie einfach, ja? So, du Arsch. Achso, wir können, glaube ich, ja Dreieck drücken. Genau. Und dann sagt Gooby, come on, und greift ein bisschen aggressiver an. So, wenn wir irgendwas anvisiert haben und Dreieck drücken, einfach so, dann ist Gooby halt richtig, da hat er richtig Bock anzugreifen. Also ist Donald auch, wenn er nicht gerade auf dem Boden liegt. Fire! Ja, ihr seht schon, ist nicht allzu schwer, der Boss. Er war nix drauf, der Junge. Der ist aber schon fast tot, glaube ich, ne? Gut, Donald und Gooby, die haben einfach nichts drauf. Die sind einfach schon... Die küssen den Boden, ja?
Aber wir schaffen das halt auch so. Das ist gar kein Problem. Alles cool, Leute. Der fliegt auch nicht auf den Sack, ne? Der geht auch nicht in die Knie, der Junge. Hier, verreck! Oh! Durant ist aufgewacht. Vielleicht hat er Bock, ein paar Feuerbälle zu werfen, aber nein, er macht einfach nichts. Durant denkt sich so, fuck this shit. Brauchen wir die Scheiße jetzt nicht angucken. Ist eigentlich egal. Verreck! Du Arsch! Wie hat Durant auf den Sack bekommen, Alter? Der lag im Sterben, der Junge. Na komm. Okay. Viel HP kann der Junge nicht mehr haben, ja? Kann mir nicht erzählen, Leute. Machen wir noch ein bisschen Feuer. Scheiße, das hat direkt verfehlt. Voll Kacke. Ich glaube, er hat tatsächlich eine Resistenz gegen Feuer. Lustigerweise. Was schon scheiße ist für uns. Aber ist halt immer nur besser, als ihn gar nicht angreifen zu können. Mit dem Schlüssel. Weil richtige Kombos können wir eigentlich nur machen, wenn wir hochspringen. Au. Oder auch nicht. Deswegen ist schon ganz cool. Ja, komm, mach deinen Scheiß. Den dodge ich. Oh, fuck. Der hat auch richtig Bock auf Feuerzauber jetzt. Nein! Böse! Ah, fuck, was für eine Nervensäge. Oh, das ist jetzt so nervig. Los, Dolan, bring ihn um! Ah, wir können einfach stehen bleiben. Oh nein, können wir nicht, okay. Können wir einfach halt nicht. So, nicht das Elixier wasten. Ich hätte das echt mal umequippen müssen, aber egal. Jetzt freck endlich, du Arsch. Boah, der fiel aus. Absolut nerviger Typ. Gut, dadurch, dass wir jetzt so schnell durch die Welt durchgekommen sind, sind wir tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen unterlevelt. Könnte man vielleicht meinen. Aber das kriegen wir alles hin. Na, komm schon, Alter. Wow, ich habe aber nicht getroffen. Absolut sad. So, mal sehen, ob er mich erwischen kann oder nicht. Der Ekelhafte. Das sieht schon mal gut aus. Ja, komm, Junge, du hast keine Chance. Es ist einfach vorbei. See ya. Ja, solange er seine kleinen Feuerbälle schießt, ist er sogar fast ein bisschen gefährlich. Los, Dolan, bring ihn um! Wieso zaubert Dolan halt auch nicht? Der hat einfach gar keinen Bock. Ja, ist zurück. Dolan ist absolut nur zu sein Hurensohn. Vielleicht können wir die Feuerbälle zurückschießen. Aber, I don't know. Und wir haben halt keinen Block. Oder keine Block-Ability. Wir können halt nur mit einem normalen Schlag probieren. Und das Timing dafür wäre, glaube ich, absolut ekelhaft. Deswegen lass es mal nicht machen. Wir spielen das hier so ganz in Ruhe entspannt runter. Freck! Na komm schon. Boah, da hat nur 35 Jahre gedauert. Hier, bam. Nice, Feuer, Endbild. Nein, okay. Ich hab's probiert, Leute. What a racket. How's a doorknob to get any sleep? Oh.
Was war das? Habt ihr es gehört? Als ob etwas geschlossen wurde. Dieser Gummistein ist nicht wie die anderen. Okay, ich nehme ihn mit. Oder wir sollten ihn mitnehmen, I don't know. Ausgezeichnet, du bist ein Held. Aber du brauchst noch etwas anderes. Was? Ich würde nichts sagen, aber euch etwas geben. Die Kraft der Kälte heilt Eis gelernt, Bruder. Falls ihr Alice sucht, sie ist nicht hier. Sie ist verschwunden, verschwunden mit den Schatten in die Dunkelheit. Nein. Zurück zum Gummijet. Wir werden in anderen Welten nachher suchen. Wir müssen zu einem Speicherpunkt, um das Schiff zurückzukehren. Gosh. Ja, lass mal gehen, Jungs. Cool, jetzt haben wir halt Eis. Was absolut geiler Zauber ist, tatsächlich. Hätten wir diese ganze Scheiße am Anfang gesammelt, diese, boah, Junge. Diese Beweise gegen die Herzlosen. Dann hätten wir Eis halt schon vorher bekommen. Aber ist eigentlich dumm, weil 2 Sekunden später bekommen wir Eis halt sowieso. Wozu die Mühe, Alter? Gut, wir hätten Eis für den Bosskampf gehabt. Toll. Haben wir auch ohne locker geschafft. Okay, aber ich würde sagen, das ist für heute von Kingdom Hearts Final Mix. Ich hoffe, euch hat Spaß. Schaltet demnächst auch wieder ein. Haut rein, Leute. Ciao.